meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ehrlich gesagt wurde ich zu diesem Video gerade ein bisschen inspiriert, denn ich wollte gerade mit dem Videodrehen anfangen und habe noch so ein bisschen gerade bei YouTube rumgeschaut und habe gesehen, dass die liebe Marie vom Kanal Fräulein T ein neues Video hochgeladen hat. Und sie hat eben auch ein Video zur neuen Mac LE hochgeladen und ich dachte mir, ich habe auch so fleißig bei dieser LE zugeschlagen und war wirklich unglaublich verrückt nach den Produkten, dass ich das gerne mit euch teilen wollte. Und ich verlinke euch ihr Video und ihren Kanal unten in der Infobox, schaut unbedingt vorbei. Und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt diese wunderbaren Produkte vor und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe bei der LE insgesamt bei 4 Produkten zugeschlagen und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt mal jedes einzelne vor. Das gehypteste Produkt aus dieser LE war definitiv dieser Lippenstift hier. Und zwar ist das die Farbe Hot Chocolate. Und ich muss auch sagen, als ich so die ersten Fotos von dieser LE gesehen habe und diese Lippenstiftfarbe, war mir klar, dass ich den unbedingt brauche. Ich muss sagen, die anderen 3 Produkte, die ich mir ergattern konnte, die habe ich mir selber bestellt. Allerdings beim Lippenstift war ich nicht erfolgreich. Und Gott sei Dank habe ich eine ganz, ganz liebe Instagram-Abonnentin gehabt, die ihn mir dann mitgebracht hat. Und ich bin jetzt doch noch in den Besitz dieses wunderschönen Lippenstifts gekommen. Erstmal noch zu der Verpackung, also generell von dieser ganzen LE. Es sieht so unglaublich schön aus. Es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen hippie-mäßig angehaucht, unglaublich bunt und sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, so, ja, ich bin eigentlich normalerweise nicht so verrückt nach MAC LEs. Ich muss auch sagen, die letzten, die haben mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Aber diese LE fand ich so schön und wollte unbedingt eben Produkte daraus haben und vor allen Dingen eben Hot Chocolate. Und er kommt eben auch mit dieser wunderschönen Verpackung. Es ist ein Satin Finish. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Ist ganz in Ordnung. Er hält eigentlich auch relativ gut. Natürlich, wenn es eine matte Formulierung gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall ist es ein relativ dunkler Lippenstift. Es ist wirklich so ein richtig schöner, ja, brauner Mauve-Ton, der sieht einfach so unglaublich gut aus. Also ich habe ihn euch jetzt hier mal geswatcht. Ich trage den Lippenstift auch gerade. Allerdings habe ich heute einen ziemlich, ja, nudigen braunen Lip Liner drunter. Deswegen wirkt der auf der Lippe so ein bisschen anders. Also pur getragen sieht der so aus. Also es ist wirklich so ein wunderschönes, ja, lila-braun würde ich es fast bezeichnen. Und eben mit einem Satin-Finish. Aber ich muss sagen, er hält wirklich relativ gut. Und ist einfach so ein schöner Lippenstift und ich war wirklich verrückt nach dem. Solltet ihr auch glückliche Besitzer dieses Lippenstiftes sein, habe ich noch 2 Lip Liner Empfehlungen für euch. Und zwar einmal von Essence, der Lip Liner in der Farbe Soft Berry. Der wird auch als Dupe gehandelt, also er ist eigentlich wirklich ein perfektes Dupe. Und das Gute an dem natürlich ist, dass der komplett matt ist. Und somit echt perfekt. Und das ist wirklich auch so ein schöner, dunkler, moviger Ton. Vielleicht ein Ticken dunkler wie der Lippenstift. Wobei ich finde, jetzt hier in echt wirken die eigentlich fast gleich. Ich finde, der Lippenstift wirkt nur ein bisschen heller, dadurch, dass er so ein bisschen diesen Glanz hat. Und der zweite Lip Liner ist von P2. Und zwar ist es einer von diesen Perfect Look Lip Linern in der Farbe Brown. Also damit kommt halt der Lippenstift einfach so ein bisschen, ja, bräunlicher, nudiger raus. Ist auch ein bisschen hellerer Lip Liner, aber ich mag die Kombi einfach unglaublich gern. Und zwar, das ist Brown. Also ich muss sagen, ja, jetzt so auf dem Swatch sieht das eigentlich so aus, wie ob das nicht zusammenpassen würde. Aber ich trage diese Kombi unheimlich gerne. Und ja, wenn ihr also auch glückliche Besitzer von Hot Chocolate seid, dann könnt ihr gerne mal diese Lip Liner dazu kombinieren. Oder schreibt mir auch gerne mal unten in die Infobox rein, was ihr dazu kombiniert. Das würde mich wirklich mal interessieren. Als nächstes kommen wir zum Bronzer und ich muss sagen, da haben die mir aus Versehen den falschen zugeschickt, aber ich muss sagen, ich bin jetzt doch froh, dass ich die dunklere Farbe habe, weil ich glaube, der hellere wäre mir einfach wie immer viel zu hell gewesen. Ich habe da die Farbe Delphic und das ist eben so ein wunderschöner Bronzer und zwar ist es dieser Ton. Hat auch so eine wunderschöne, ja, Marmorierung drinnen. Und ich muss sagen, ich habe mich am Anfang mit diesem Bronzer ein bisschen schwer getan, weil irgendwie hat der keine Farbe abgegeben. Und ich habe auch bei ganz vielen
das gehört, dass die gesagt haben, hey, dieser Bronzer, der gibt keine Farbe ab, ich schicke den wieder zurück. Bei mir, ehrlich gesagt, lag es daran, dass ich, glaube ich, erstmal so die erste Schicht abnehmen musste. Und jetzt, also kommt da wirklich super Farbe raus. Ich weiß allerdings nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt. Ah doch, man sieht es jetzt ganz gut. Also das ist der Bronzer. Es ist ein wunderschöner, warmer Ton. Der hat auch so ein bisschen einen Sheen drin. Ich glaube, das seht ihr jetzt ganz gut hier in der Verpackung, dass der wirklich nicht ganz matt ist und der macht einfach einen wunderschönen, frischen Look. Und es kommt auch wie immer so ein kleiner Spiegel mit und ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Produkt und auch da muss ich wieder sagen, die Verpackung ist einfach nur super schön. Als nächstes kommen wir zum Blush und da habe ich mir die Farbe Modern Mandarin mitgenommen. Da gab es auch zwei verschiedene Blushes, einmal diesen wunderschönen Orange-Peach-Ton und ich glaube, die andere Farbe war mehr so ein Rot-Pink, ist jetzt gar nicht so mein Beuteschema. Auf jeden Fall ist das der Blush, leider durch die Softbox ist das ein bisschen überbelichtet. Ich hoffe, nee, also so, wenn ich ihn jetzt so halte, das entspricht ungefähr der originalen Farbe. Es ist einfach wirklich, wie gesagt, ein wunderschöner Orangeton. Ich swatch euch den jetzt einmal. Und ich muss sagen, ich habe ja schon mehrere MAC Blushes. Und ich muss sagen, viele davon sind relativ schlecht pigmentiert. Aber der hier, ich bin einmal reingegangen. Jetzt. Ich glaube, da erkennt ihr es. Das sieht sehr neon aus. Auf jeden Fall ist das die Farbe Modern Mandarin. Macht auch einen wunderschönen, frischen Ton. Ich trage die Farbe auch gerade. Also ich trage den Bronzer, den Blush und auch das Highlight. Und ich muss sagen, diese Kombi ist einfach traumhaft schön. Und ja, das ist die Farbe. Wirklich ein wunderschöner Orangeton. Das letzte Produkt ist für mich eigentlich, ja, so das wahre Highlight aus dieser LE. Also mir gefallen wirklich die anderen drei Produkte auch unglaublich gut, aber dieses Produkt hat mich so unglaublich überrascht. Und ich wollte es mir eigentlich überhaupt nicht bestellen. Ich hatte es so gar nicht auf dem Schirm und ich bin jetzt so glücklich, dass ich es doch getan habe. Und zwar ist das die Cream Color Base, also auch wieder mit dieser wunderschönen Verpackung, ähnlich wie der Blush. In der Farbe Yellow Topaz und das ist einfach nur so ein wunderschöner goldener Creme-Highlighter. Und ich hatte euch ja, glaube ich, schon in meinem Top 5 Highlighter-Video gesagt, dass ich eigentlich mit so Creme-Highlightern überhaupt nichts anfangen kann. Aber das hier ist der Oberkracher. Also ich habe das immer ganz oft bei Yamina 1404 gesehen. Die hypt ja auch diese Cream Color Base in Pearl. Glaube ich. Ja, ich glaube, es ist Pearl. So in den Himmel. Und ich dachte mir immer, was soll an diesem Produkt so toll sein? Aber dieser Highlighter ist der Oberhammer. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass das nicht meine letzte Cream Color Base sein wird. Ich habe das jetzt hier mal geswatcht und zwar ist das der Highlighter. Allerdings trage ich den auch. Ich glaube, aufgetragen kennt ihr es noch mehr und das sieht einfach nur so schön aus. Also ich muss sagen, jetzt hier in dem Licht durch die Softbox sieht es ein bisschen stärker aus, als es wirklich ist. Also ich muss sagen, für mich ist es eigentlich so ein perfektes Highlight auch für den Alltag. Weil ich finde, der macht so einen wunderschönen, natürlichen Look. Und hier sieht es jetzt sehr überbelichtet aus. Aber es ist wirklich einfach so ein wunderschöner, goldfarbener Highlighter. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass sich dieser Highlighter wirklich für viele Hauttypen eignet, weil ich muss sagen, so Highlighter mit so einem goldenen Unterton sind, glaube ich, für manche hellhäutigen Mädchen ziemlich schwierig, weil die halt sehr schnell sehr gelblich aussehen. Aber dieser hier, glaube ich, also den könnte ich mir wirklich auch an sehr hellen Mädchen vorstellen. Und ich finde den wunderschön und ich verstehe gar nicht, warum ich nicht früher mal eine von diesen Cream Color Bases ausprobiert habe. Ich trage übrigens diese Color Base entweder mit meinen Fingern einfach hier so auf und tupfe mir das auf. Oder ich gehe ganz normal mit meinem Beauty Sponge rein und tupfe mir das dann einfach auf die Wange. So ihr Lieben, das war mein Video zu den Produkten aus der Vibe Trap LE von MAC. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr auch auf LE-Jagd wart und ein paar Schätze ergattert habt, dann schreibt mir mal unbedingt eure Highlights in die Kommentare rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!